So, da bin ich wieder. Was geht? Guten Tag. Hallöchen. Sie haben zumindest schon mal gute Laune. Das heißt, der Tag war bisher nicht ganz beschissen. Ich komme auch gerade erst in den Dienst. Also. Ah, okay. Also haben Sie noch gute Laune. Ja. Da klopft einer an der Scheibe. Ja, das ist richtig. Der steht auf dem Weg her. Herein. UFF. Guck, Ebens Double, was geht? Ich glaube, Sie können aufhören zu klopfen. Warum zum Teufel klopfen Sie auf der Türe herum? Was machst du, wenn du vor einem verschlossenen Tor stehst? Du klopfst. Okay, da ist was dran. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Da, ich habe gehört, dass... Zunächst mal muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ne? Worüber? Dass ich in den letzten Tagen mehr Zeit im PD verbringe als... noch mehr von euch. Wie schafft ihr euch das so schnell zu vermehren? Das ist Spontan-Duplikation. Mir wurde gesagt, dass ich bis zur 2.6. Zeit habe, mich zu melden. Ansonsten kommt den Drawbrief. Ja, ich melde mich, durchsuche mich. Ich habe nichts. Das müssen meine Kollegen übernehmen. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und ich muss mir ganz kurz was anschauen gehen. Aber ich bin in 5 Minuten wieder da. Ja, alles klar. Bitte lass das funktioniert haben, bitte. Es gibt nämlich ein großes Problem für die Cops. Ihr kennt sie. Einen Donut drehen, abhauen, weil die Cops ja sowieso nicht hinterherkommen. Stehen bleiben, einen Donut drehen, abhauen, weil die Cops ja sowieso nicht hinterherkommen. Sehr RP-nehmendes Phänomen. Okay, das scheint nicht gepatcht zu sein. Probieren wir was anderes. Das ist was anderes. Mal schauen. Lopez hat nur eine Aufgabe heute. Was ist denn das? Ich träume. Ob du eigentlich doof bist? Ja, wo soll das werden? Eine Rakete! Warum war mir klar, dass da nichts Anständiges bei rauskommen kann? Warum soll ich denn die Scheiße testen? Au! Au! Ich lebe noch! Vielen Dank, an die Administrative. Doch, das ist, aber heißt, wenn das jetzt geht, können wir das auch anständig machen? Oder? Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Was denn mit dem Kleinen? Vielen Dank für den Unterstützung. Ja, Lopez, LSPD, schönen guten Tag. Haben Sie eine Einheit, die Sie kurz zum Präsidium schicken können? Das kriegen wir hin, ja. Wir sind gerade in der Nähe von dir. Ah, super, danke, ich warte hier. Guten Tag. Hallo. Ich habe Sie fast nicht erkannt. Wieso haben Sie mich denn fast nicht erkannt? Ich sehe ein bisschen verschwommen. Ich hatte gerade einen kleinen Autounfall, der ACLS ist auf dem Weg hierhin. No. Ich habe mein Auto vielleicht custom getuned. Custom getuned? Mhm. Wollen Sie es sehen? Ja. Sind Sie angeschnallt, Herr Stark? Ich hoffe. Ah ja. Hören Sie die 500 PS. Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Ja, irgendwas ist bei meinem Tuning falsch gelaufen, glaube ich. Wie schnell sind wir gerade? Es ist sehr schwer unter Kontrolle zu kriegen. Wie schnell sind wir? Fast 400. Ah ja. Ich stehe halt mehr auf der Bremse als auf dem Gas. Es ist irgendwie, es ist ein zu starker Motor, also irgendwas stimmt nicht, das, naja.
Sieht er wieder am Trollen? Ja, ja. Ja, es geht tatsächlich gerade ganz kurz darum, das Auto zu testen, damit das anständig ist. Da ist es gerade vielleicht zu viel. Was ist das für ein geiler Schlitten? Das ist ja ein Fahrzeug, ein Schlitten. Ein Schlitten zieht man durch den Schnee. Was ist denn das für ein geiles Fahrzeug? Warum sind sie nackt und laufen, als hätten sie sich in die Hose geschissen? Weil mir extrem heiß ist hier und das andere, das lasse ich lieber unbeantwortet. Okay, ich rieche es tatsächlich. Also, aber die Geschwindigkeit gefällt mir. Mir nicht, das ist eine Höllenmaschine und bringt sie um. Davon mal abgesehen? Naja, es ist aber schon mal eine übertriebene Verbesserung. Ich weiß nicht, wenn wir alle tot im Graben liegen, ist es nicht unbedingt eine Verbesserung. Aber deswegen übertrieben, ne? Aber ich sag dem Garagenwärter, der soll nochmal ganz kurz die Kabel überprüfen. Sind Sie so freundlich und zahlen die Herrschaften vom ACLS? Danke, Herr Stark. Ich wusste, dass Sie das für mich übernehmen. Herr Stark bezahlt die Rechnung. Das ist aber nett von dir. So. Kabel sind überprüft. Dritter Test. Test 3. Noch bin ich nicht im Krankenhaus. Ich bin angeschnallt. Super. Wir können. Okay, das ist noch vergraut. Aber das sieht nicht gut aus. 170 gerade. 180. Der Standard. Es sieht aus, als hätte der Garagenwärter das Turbogerät wieder abgeklemmt. Ja, das müsste so circa die Standardwerte sein bei dem Fahrzeug. Oder sie haben extrem viel zugeregt. Der Garagenwärter hat ja schon wieder Scheiße gebaut. Aber ansonsten muss ich das mal außerhalb des Dienstes machen. Und erstmal damit leben, wie es ist. Bis jetzt haben wir es auch geschafft, irgendwie. Naja. Es wäre halt nur angenehm, dann auch mal in der Lage zu sein, nicht die ganze Zeit abgefuckt zu werden. Sondern bei den Leuten, die der Meinung sind, dass sie das tun können, auch mal hinterherzukommen. Aber, naja, der Garagenwärter ist nicht der beste Mechaniker. Da gebe ich Ihnen recht, aber wie gesagt, bis jetzt haben wir es ja auch erstmal irgendwie geschafft. Das heißt. Da bricht doch schon wieder das Heck weg, ne? Es geht schon wieder los. Wenn die Polizei hat es getunt, die werden gerade getunt, die müssen halt nur getestet werden. Und da muss ein Mittelwert gefunden werden, der passt. Und das ist definitiv zu schnell. Es gibt gerade nur zu langsam oder zu schnell. Das Das ist lebensgefährlich. Wird natürlich nicht so bleiben. Die müssen halt dann jetzt, alle Autos müssen dann jetzt halt nochmal angepasst werden. Das bedarf ein bisschen Zeit, aber das testen wir dann, glaube ich, offstream in Ruhe. So. Wie, wollen wir los? Was machst du? Ganz kurzer Kabeltest. Und? Von meiner Tuninganlage. Wir müssen jetzt im Baumarkt einen Werkzeugkasten holen. Ja. Willst du vorne oder hinten? Vorne. Anschnallen. Dringend. Das ist sehr wichtig. Ich bin angeschnallt. Und festhalten, was du kannst. Warum denn festhalten, Bruder? Die Karre. Die Karre was? Ja, bitte. Nix. Hab nichts gesagt. Was hast du gemacht? Oder machen lassen? Tuning. Wo? Bei wem? Ich möchte das. Also nicht so, aber auch. Ja, so wollte das keiner. Bruder, du hast Wheelspin bei 200. Ja. Ich kann nicht durchtreten. Ah ja. Alter. Sehr gut. Gefühlt fliegen wir gleich zum Handwerker. Ich lasse mehr rollen. Wie schnell bist du gefahren, Max Speed? Habe ich nicht ausprobiert. Mach mal, ist gerade. Nee, hier ist ein Scheiß gerade. Du kriegst den nicht mehr um die Kurve. Au. Alter, wie schnell wir sind. Wie schnell fahren wir? Komm, 300. Wie viele PS haben wir jetzt? Alle. Wollen wir mit dem Wagen heute Abend weiterfahren?
Ich fahr gerne. Das ist kein Problem für mich. Ich würde auch gerne fahren. Ich hab mich eben ein bisschen am Lenkrad gestoßen. Hm. Darf ich auch mal fahren? Verstehe gar nicht warum. Ich möchte auch mal fahren. Wie viel ist Ihnen das wert, Herr Adams? Komm mal fahren. Fängst du ja an, mit einer Karre zu dealen, oder was? Nee, mit. Nicht mit der Karre, das ist mit dem Lenkrad besser. Ja, guck mal, das ist wie ein Fahrgeschäft auf einer Kirmes. Da muss man auch Eintritt bezahlen, um dann, ne, ausprobieren zu dürfen. $31 ist nicht genug. Ich brauche immer noch ein Privatfahrzeug, Herr Adams, in dem ich undercover unterwegs sein kann. Und ich habe mir da auch etwas ausgesucht schon. Was denn? Ich zeige es Ihnen gerne. Darf ich da hinfahren? Ich fahre dahin und Sie gucken sich erstmal das Fahrzeug an. Ja, okay. Locker $30 Millionen. Können wir gleich kurz noch testen, wie schnell wir rückwärts fahren? Ihr wisst, dass das nicht so bleiben wird, ne? Ich sag's nur. Ja. Aber ja, können wir testen. Wie schnell sind wir? Ja, ich habe bei IL 70 abgebremst. Was muss? Was willst du? Warte mal, ist denn das überhaupt? Wollen Sie uns kurz zu dem Hof fahren, Herr Adams? Oh, ich sehe Hof. Ich will ganz hinten sitzen irgendwo. Adams, das Gaspedal ganz sachte und sehr selten nur drücken. Ich mach's wirklich sachte jetzt. Ich hab da gerade sehr viel Respekt vor. Wo muss ich hin? Das ist ein nicht eingetragenes Custom-Tuning. Wohin muss ich? Rechts. Rechts. Muss man das dosieren? Also ich drück grad durch, by the way. Oh, Jesus, Maria, Josef. Sie drücken durch. Ja, musst du hier ein Knöpfchen drücken, damit das hier sich dosiert, oder was? Lass mich mal fahren, Adams. Ich wollte Quablerone essen. Ah ja. Ich hab das genau gesehen, wie du einen Knopf gedrückt hast. In Vespucci, das ist... Nicht in Vespucci, das ist beim Zementverkäufer da. Bin ich angeschnallt. Schnall dich an. Ach so! Stopp, bremse! Hast du dir auch eine Karabinbremse einbauen lassen, wenigstens? Mhm. Gut. Oder ich... Da kannst du den Fallschirm hinten auslösen. Einmal noch schön. Ja? Ja? Was wird das, wenn es fertig ist? Ja, können Sie mal kurz... haben Sie ein Papiertuch? Was? Ein Papiertuch? Haben Sie ein Papiertuch? Ja, ein Papiertuch. Wofür wollen Sie ein Papiertuch haben? Ja, ich habe da Bier drüber geschüttet. Sie haben da Bier drüber geschüttet. Ja, können Sie mal kurz... Sie wollen uns jetzt gerade erzählen, dass wir hier sind und der Alarm von diesem Automaten angegangen ist, weil Sie dort Bier drüber geschüttet haben. Ja. Ein Automat, welcher sich auf einem Außengelände befindet, wo es schneit, regnet, stürmt und hagelt. Ja, da ist auch so ein kleines Häuschen drüber. Ja, was? Sie müssen das Hand... Ein Häuschen. Und Sie glauben, wenn es windig ist und regnet und stürmt, dann schützt dieses kleine Häuschen da oben drüber, diesen Automat davor, nass zu werden. Nein, ich hatte ein Bier getrunken und habe dabei... Und ich glaube Ihnen definitiv, dass Sie ein Bier getrunken haben und den ganzen Scheiß dort eingesaut haben. Wissen Sie, was ich nicht glaube, dass das der Grund dafür ist, warum der Alarm von diesem Automaten ausgelöst worden ist? Kann mal ein, zwei Kollegen von Ihnen ein bisschen weggehen, dann halten Sie mal bitte meine Bierflasche und ich könnte weiter so abwischen und... Ist es möglicherweise so, dass dieses Bier Ihnen nicht ausgelaufen ist, sondern dass der Alarm aus diesem Automaten deswegen ausgelöst worden ist, weil Sie die Bierflasche auf dem Automaten zerdeppert haben? Die zweite Flasche, ja, es könnte es, ja. Wenn Sie das sagen, natürlich. Ist es so oder ist es nicht so? Wenn Sie das sagen, natürlich. Es geht nicht darum, was ich sage, es geht darum, was ist hier passiert. Nein, ich habe da was versprochen. Und dann habe ich gedacht so, ach ja, komm, die halbe Flasche, jetzt kannst du auch den Berg wegspeisen und dann ist gut. Dann Ihnen noch einen angenehmen Tag und halten Sie sich mit Bierflaschen von Geldautomaten fern. Okay, schon was anderes. So. Bühlstreife von 1. Gibt's eine andere FMI-Streife? Es ist bereits gelöscht, scheiße.
Ja, ich hab da gerade reingetrackert mit Hass. 20 Uhr. Ja, ist egal. Ich, ciao! Wir sind gerade an Anhalten vorbeigefahren. Okay, alles klar. Ich danke dir. Schuse. Du musst mal fragen, ob die Lust haben auf dem Straßenrennen. Halt mal an. Die denken nämlich, die sind schneller mit dem Auto. Ja, wir können da jetzt in dem Scan starten. Ja, okay. Bock auf dem Rennen? Ich glaube, das ist unfair. Warum? Weiß nicht. Nur so ein Gefühl. Na komm, du gibst Gas und startest das Rennen damit. Wir sind eh schneller. Was? Geradeaus. Okay. Bis zur Abfahrt Justiz. Wo wir mal abfangen zum PD. Also willst du durch den Tunnel oder rechts vom Tunnel? Durch den Tunnel und da hinten kannst du ja irgendwann rechts in den Untergrund fahren. Okay. Hinter dem Untergrund ist eine Abfahrt. Sollen wir nicht lieber umdrehen? Das ist irgendwie... Ja, umdrehen ist ja eigentlich... Ja, glaube ich, ein bisschen besser. So, bis wohin? Bis wohin denn? Bis zur ersten Kurve, da bin ich tot. Hey, Lobos hat er das nicht ganz verstanden. Jetzt aber. Wenn du losfährst... Moment, wir nehmen die Ampel. Er macht doch einfach, wenn es das nächste Mal auf grün geht, wart ihr beide. Genau. Alles klar. Bei grün, nicht bei gelb. Bis zum nächsten grünen großen Schild fahren wir. Wo wir eben halt starten, kurz vor dem Tunnel. Tschüss! Ja. Ja. Gefickt. Ja, stopp. SHL07. Hallo? Ist knapp gewesen. Mal knapp. Hat nicht viel gefehlt. Knapp verloren. Schönen Dienst. Wow, bis dann, ja. Denken sich jetzt auch, Bruder, ich will das Auto. Alter, wie schnell wir sind! Bruder! Hallo, Washington! Ja, Houston, wir sind gleich am Mond. Sind gerade im Palito Bay, gibt uns so 10 Sekunden. Aua. Ja, das Auto kannst du komplett in die Toilette. Fahr doch nicht da runter! Ja! Dir fehlt der halbe Motor. Ja, den kannst du in die Tonne treten jetzt, aber wir nehmen sowieso deinen. Also ich glaube, wir waren so kurz vor 500. Like a cat.